Guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Ich sitze heute zusammen mit Jessica Schröter. Und zwar haben Sie den Betrieb Pflege und Betreuung Jessica Schröter. Und jetzt, liebe Frau Schröter, sind Sie dran. Was ist das eigentlich? Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Pflege und Betreuung Jessica Schröter. Wir sind ein ambulanter Pflegedienst. Versorgen im ambulanten Bereich ungefähr 100 Patienten in Göttingen und Bofenden. Wir versorgen die Patienten im Bereich der Hauswirtschaft, der Betreuung und auch der Pflege. Einfach weiterreden, ich halte das nur mal so hin. Und zusätzlich bieten wir in Göttingen in der Zimmermannstraße noch betreutes Wohnen an. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also wann melde ich mich denn, um zu sagen, ich möchte jetzt betreutes Wohnen nutzen? Also hat das einen bestimmten Zeitpunkt, bei dem Sie sagen, ja bitte jetzt? Nein, es gibt keine Altersgrenze dafür. Wir legen unseren Patienten immer ans Herz, sich so früh wie möglich um eine Alternative im Alter zu kümmern, sich früh genug Gedanken zu machen, was möchte ich im Alter, wie möchte ich im Alter leben? Ja, so kann man, und je früher man dann hineingeht in eine Pflege und betreutes Wohnen, desto mehr kann man natürlich auch noch soziale Kontakte aufbauen und sich mit anderen Menschen anfreunden. Und genau, das ist ganz wichtig. Jawohl. Also man muss aber nicht, habe ich extra erfragt, im Vorfeld selber schon in der Situation sein, dass man betreut werden muss. Das ist nämlich nochmal genau das, was ich gerade gesagt habe, ist gar nicht erforderlich. Nein, ganz viele unserer Patienten sind noch selbstständig. Die ziehen schon relativ früh hier ein, immer mit dem Hintergedanken, wenn irgendetwas sein sollte, dann bin ich hier gut aufgehoben, dann weiß ich, dass 24 Stunden eben jemand da ist, der mir helfen kann. So haben die Patienten einfach die Möglichkeit, hier ganz selbstständig und autark zu leben in einer eigenen angemieteten Wohnung und jederzeit einfach auf uns zurückgreifen zu können. Und das Schöne ist nämlich, man kann das auch als Ehepaar tun oder als Paar tun. Genau. Und dann sagen, wir kommen jetzt gemeinsam und unter Umständen weiß ich, dass meine Lebenspartnerin, mein Lebenspartner vielleicht schon bald in eine solche Situation kommen kann, Unterstützung zu brauchen. Und dann kann ich mich hier einbieten und kann sagen, wir machen das gemeinsam. Und jetzt wird es ja auch interessant, finde ich so, weil Sie haben ja eine Einzigartigkeit in dessen, was Sie tun. Nämlich, dass die Menschen bis zum letzten Atemzug hier im Haus betreut werden können. Das ist richtig. Unsere Patienten, genau, unser USP. Unsere Patienten müssen in unserem betreuten Wohnen auch im Falle einer Pflegebedürftigkeit nicht nochmal umziehen. Es gibt hier keine Pflegestationen. Es ist kein Umzug in ein Pflegeheim notwendig, sondern die Patienten bleiben in dieser angemieteten Wohnung und werden da von uns auch im Falle einer Schwerstpflegebedürftigkeit versorgt. Also auch palliativ mit versorgt. Genau, auch palliativ mit versorgt. Ehepaare werden dadurch eben nicht getrennt. Wenn ein Ehepartner dann schwer erkrankt, kann der zu Hause bei seinem Ehepartner leben bis zum Schluss. Nun möchte ich nochmal darauf hinweisen, wo wir uns eigentlich befinden. Also Göttingen ist klar, aber es ist ja direkt am Wehender Krankenhaus, direkt an der Uniklinik. Also alle ärztliche Versorgung, die unter Umständen jemand braucht, ist ja optimal gegeben, weil es ja ganz nah dran ist. Ja, die Nähe ist für die Patienten schon auch ganz wichtig. Gerade dann in der palliativen Versorgung arbeiten wir mit dem ambulanten Palliativdienst der Krankenhäuser zusammen. Die haben einfach unglaublich kurze Wege. Die sind im Notfall immer zu erreichen. Die kommen schnell zu Fuß mal zu uns rüber. Das ist toll. Ja. Nun haben Sie ja Apartments, nicht wahr? Das ist richtig. Wie viele Apartments haben Sie? Wir haben aktuell ca. 45 Apartments hier in diesem Gebäudekomplex. Mhm. Und sind das jedes Mal einzelne Zimmer oder sind das unter Umständen auch zwei oder vielleicht sogar drei Zimmer? Ist das möglich? Wir haben Ein- und Zweizimmerwohnungen. Mhm. Drei Zimmer leider nicht. Ist ja auch nur eine Frage, damit man weiß, was ist und was nicht genau. Ist. Ne? Also ich finde, zwei Zimmer ist ja auch dann irgendwie wahrscheinlich für viele Menschen das Richtige, wenn man zu zweit kommt. Eine richtige Größenordnung muss ja irgendwie versorgt werden. Alles. Genau, ist auf jeden Fall für ein Ehepaar ausreichend. So,
Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr euch wenden. Natürlich einmal hier drüber, da könnt ihr das vielleicht erkennen, müsst ihr euch ein bisschen ranzoomen. Ansonsten, liebe Jessica Schröter, sind Sie mal so lieb und sagen uns eine Telefonnummer. Ja, unsere Telefonnummer ist die Göttinger Vorwahl und dann die 38 39 40. Wunderbar. Ansonsten ist der Beitrag ja auch verlinkt über Facebook und dann gibt es auch noch eine Querverbindung zu der Homepage und die, wissen Sie die zufällig auch aus dem Kopf? Ja, es ist www.pflege-göttingen.de. Ich liebe ja, was wir tun, weil wir immer so einen tiefen Einblick in die all diese Dinge bekommen, in die vielleicht manch einer nicht reinkommt. Und dieses ist ja auch ein Thema, das ganz, ganz viele Menschen unter uns betrifft. Und deswegen sage ich jetzt mal danke, liebe Frau Schröter, für die Information. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass es in Zukunft weitere Clips genau zu diesem Thema geben wird und dürft gespannt sein. Tschüss. Tschüss.